Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen und an alle, die es vielleicht werden möchten. Falls wir uns noch nicht kennen, falls du mich noch nie gesehen hast. Hi, mein Name ist Mickey Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem Beauty-YouTube-Channel. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, du bist motiviert. Mir geht es fantastisch. Ich habe hier wieder meinen Tee stehen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das hier ist grüner Tee und ja, er ist widerlich, aber ich zwinge mich, ihn zu trinken, weil er soll so gut sein und verdammt nochmal. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Auch eine Empfehlung, die ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch, auf meinem Arbeitstisch hier diesen Kristall hier stehen, diesen Bergkristall. Wenn du einen Arbeitstisch hast oder viel auf einem Arbeitstisch Zeit verbringst, kauf dir einen Kristall, kauf dir einen Stein, der dir gefällt. Er macht gute Stimmung, er ist positiv und es soll auch gut sein gegen die ganze Strahlung hier. Also kann nicht schaden. Und hey, er sieht echt hübsch aus. Und naja, es ist auch eine Waffe. Also wenn du vorhast, bei mir einzubrechen und mir mein Make-up zu klauen, ich habe Kristalle und kann dich damit verprügeln. So, genug gelabert. Es gibt ein neues Produkt am Markt, nämlich dieses Ding hier. Und an alle, die sich jetzt so denken, wow, neue Lippenprodukte, wahnsinnig spannend. Diese Dinger stechen aus folgendem Grund raus, weil sie nämlich wieder dieses Siegel tragen. Und vielleicht kennt ihr noch dieses Siegel. Wir hatten das ja bei der Essence Foundation, dieses Mask-Proof, Mask-Resist Logo, was jetzt die Firmen wahrscheinlich immer wieder verwenden werden. Also bin ich Opfer losgedüst zu meinem DM um die Ecke und habe alle 4 Farben für dich gekauft, um sie für dich zu testen, damit du sie nicht kaufen musst. Sollten sie scheiße sein. Liebe Iris, falls du zuschaust. Ich weiß, dass du zuschaust. Danke dir, dass du mich auf dieses Produkt aufmerksam gemacht hast. Okidoki, bevor ich mir die Suppe hier auf die Lippen klatsche, ein paar schnelle Infos. Die Dinger hier sind von der Firma Catrice. Daha. Kostenpunkt ist 3,95 € und die Dinger hier nennen sich Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint. Yay! Auf dem Produkt selbst ist so ein kleiner Aufkleber drauf und auch im Regal mit so einer Maske drauf und es steht eben drauf, dass es mask-proof ist und no transfer, also es transferiert nicht. Ich habe auch noch ein bisschen weiter recherchiert und auf der BIPA Online-Seite steht zusätzlich noch einmal auf Deutsch, kann unter einer Maske getragen werden. Das werden wir jetzt testen. Ich glaube nicht. Das Ding kommt in 4 Farben, nicht viel. Und 3 davon sind so rot-orange und einer ist kühl-pink. Also Farbauswahl ist schon einmal nicht die schärfste. Das hier ist sich super ähnlich und viele werden dieses kühle Pink auch nicht mögen. Also ein wärmeres Pink oder ein Braun oder ein Nude so dazwischen wäre nett gewesen. Just saying. So, schauen wir uns das Ding an. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe das Ding auch noch nicht aufgemacht. Okay. Alles klar, kapisch. Was ich gleich als erstes einmal an dieser Stelle machen werde, ist ein paar Swatches. Denn ich vergesse euch immer Swatches zu sagen. Oder ich bin super schlampig, vergesslich mit Swatches. Sorry. So, ich mache das auch bewusst hier an dieser Stelle weiter oben, denn auf dem Produkt selbst, auf der Tube, auf dem Container, auf dem Behälter steht, färbt die Haut ein und ich will nicht wie ein Idiot damit zwei Tage lang rumlaufen. Auf jeden Fall. So, wie zeige ich euch das jetzt? Ich bin so behindert. Kann man das sehen? Kann man das erkennen? Das sind die Farben. Das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4. Tada! So, schauen wir mal, wie doll das die Haut einfärbt. Also, so krass doll färbt das jetzt die Haut nicht ein. Da sind die Vernier Lèvres von Yves Saint Laurent viel stärker. So, wir machen jetzt die Lippe sauber. Wenn du so Longwear-Produkte trägst oder tragen willst, schau, dass deine Lippe sauber ist, dass kein Fettfilm, egal welcher Art, auf deiner Lippe ist, weil das Pigment kann sonst logischerweise nicht greifen. Schnappen wir uns ein Spiegel. Ich nehme mir meinen 50 € Handspiegel für ein 3,95 € Produkt. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen mit der 1 an. Mit dem Rot nennt sich 010 Loyal to Your Lips. Schauen wir uns das einmal an. Ah ja, erinnert mich sehr stark an Yves Saint Laurent Vernier Lèvres.
Schöne Farbe, nichts Besonderes. Ich bilde mir ein, es dunkelt auch ein bisschen nach. Also eigentlich genau wie die alten Vernier Lèvres von früher, falls sich noch wer von euch erinnert. So, wir geben dem Produkt die Zeit, dass es auch wirklich einzieht. Ohne Spaß, sobald ich hier sitze, hier irgendwo muss ein Rotzmagnet sein. Meine Nase beginnt laufen, sobald ich mich hier hinsetze. So, schauen wir uns das einmal an. Ich fahre mal mit der Zunge rüber, um das Ganze mit meinem Speichel zu versiegeln. Ich habe jetzt 1:1 alles abgeschleckt. Testen wir das jetzt mit einer Maske. Ich werde eine Maske aufsetzen und bewusst ein bisschen kräftiger rumrubbeln. Ich werde aber diese Dinger hier verwenden. Ich werde nicht meine FFP2-Masken verwenden, weil ich nicht mehr viele davon habe. Und ich sicher nicht da wieder Geld investieren werde, nachdem ich Geld für 3 von diesen Packungen hier. Was doch einer von den Idioten, der beim ersten Lockdown keine bekommen hat und sobald es sie wieder gab, sich 3 Packungen, 100 Stück oder wie viel ist hier drinnen? Was mache ich jetzt mit dem Dreck? Experimente mit Make-up. So, ich mache jetzt einfach den hier. Oh, wow, es ist wenig runtergekommen. Cool. Da ist echt wenig runtergekommen. Testen wir das mit einer anderen Farbe und ja, es färbt die Lippe ein. Ich hoffe, die haben nicht gemeint, dass das Stain die Maske nicht abfärben wird, weil das ein Stain, wenn es also ein abfärbendes Produkt, wenn es bereits in der Lippe drinnen ist, logischerweise kann es die Maske nicht abfärben. Hey Urban Decay, was ist mit dir los, du Opfer? Ich nehme jetzt diesen Melt of Spray. Das hat eingefärbt, gut eingefärbt, meine Lippen. So, Nummer 3 überspringe ich jetzt, weil die sehen sich sehr ähnlich. Ich nehme lieber Nummer 2, das ist ein bisschen heller. Und schauen, wie das ausschaut. Ja, wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich zuerst den helleren genommen. Also Nummer 02, Stay On Over, ist sehr natural, sehr peachy, sehr soft, sehr leicht deckend. Meine Lippe ist ein bisschen gerötet, weil drunter hatte ich ja den 1er und der war doch stärker. Also ich würde mal sagen, am natürlichsten ist die Nummer 2. Ich habe jetzt auch bewusst nur eine Schicht genommen, nicht 2 Schichten. So, die eliminieren wir und ich werde jetzt nicht mit dem Taschentuch drüber fahren. Ich nehme jetzt direkt eine Maske und werde mal reiben. Ist wirklich relativ wenig runtergekommen. Also ich habe wirklich gerubbelt wie ein Idiot. Das ist okay. Und jetzt schmeiße ich mir drauf 04 Stuck With You. Das ist ein hässliches, milchiges Pastellpink. Aber man sieht es auch nicht so deutlich, weil ich hatte ja Nummer 1 drauf und das war von der Pigmentation das stärkste. 2, 3 und 4 sind definitiv die leichteren und Nummer 1 ist wirklich stark rot pigmentiert. Feuer, komm da raus. Wow, man sieht hier oben das Puder von meiner Nase, das Nose Contouring ist runtergekommen, von den Lippen aber sehr wenig, aber von der Nummer 1 ist viel runtergekommen. Gut, okay, ich habe auch die Nummer 1 in 2 Schichten aufgetragen, also ich versuche jetzt die Nummer 1 noch einmal, aber nur mit einer Schicht, one coat. Das ist die deckendste Farbe, definitiv. Okidoki, cheers! Hey, wow! Gut, ein bisschen ist was runtergekommen. Hey, cool! Es funktioniert! So, ich habe jetzt aber ein bisschen Tee getrunken und was ich aber gemerkt habe, wenn man die Lippen anfeuchtet, geht's aber runter.
50-50. Also prinzipiell ist das ein ziemlich nettes Stain für 3,95 Euro. Wenn du nur eine Schicht aufträgst, fühlt es sich auch angenehm an und färbt auch definitiv nicht ab, wie wir gesehen haben. Wo war jetzt das letzte? Ja, also das war jetzt eine Schicht von dem roten und es hat nicht abgefärbt. Wie dem auch sei, wenn du deine Lippen abschlägst, das macht man einfach im Laufe des Tages, weil man redet auch und die Lippe ist ja feucht, sie ist ja nicht zu den ganzen Tag. Ich werde jetzt unter der Maske die Lippe mit der Zunge anfeuchten und dann damit sprechen und rubbeln, um zu sehen, wie viel dann runterkommt. Okay. Ein kleiner Unterschied. Wieso löst sich die Farbe in Verbindung mit Speichel? Hätte ja sonst echt geil sein können. Es ist kein Fehlkauf. Ich finde es definitiv besser als wie die Essence Mask Resist Foundation, die ich ja schon reviewt habe. Doch würde ich dir empfehlen, so als Lippenstain, also komm jetzt ganz ehrlich, ein Lippenstain für 3,95 Euro ist doch nice, ist doch nett. Also das, was hier lange hält, ist das Stain und dass ein Stain lange hält, ist jetzt nicht unbedingt revolutionär, weil es einfach in die Haut sickert und deswegen so lange hält. Dafür ist es gut, aber wenn du eine Farbe willst, die auf deiner Lippe lange hält und du eine Maske tragen musst und unter der Maske natürlich redest, weil du im Verkauf stehst oder irgendwo so, ja, ich meine, es ist immer noch besser als wie ein Lippenstift. Okidoki, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, dir das Produkt zu kaufen. Oder ich hoffe, ich habe dir geholfen, es nicht zu kaufen. Wie auch immer, vergiss nicht, ein Like dazulassen. Über das würde ich mich immer sehr freuen. Falls du Lust und Laune hast, mich noch weiter zu stalken, ich bin auf Instagram, TikTok und Fritzbook unter demselben Namen auch unterwegs. Wie immer an dieser Stelle, ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses Video anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen und sehr erfolgreichen Tag. Sollte es Abend sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend und monumentale Träume. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!